Okay, du bleibst einfach so sitzen, ja? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich komme gleich zur Sache. Es soll heute um den Baby Blues gehen, also um die sogenannten Heultage. Darunter ist es auch häufig bekannt. Und 8 von 10 Frauen sind nach einer Geburt davon betroffen, von diesen Heultagen. Und hervorgerufen wird ja der Baby Blues durch die Hormonumstellung. Durch den starken Abfall der ganzen Schwangerschaftshormone kommt es dann zu diesem Stimmungstief. Bei einigen tritt es wirklich sehr zeitnah nach der Geburt auf, bei anderen dauert es ein paar Tage. Und auch wie lange der Baby Blues anhält, ist wirklich sehr individuell. Aber ich kann euch sagen, ich hatte 4-mal einen Babyblues und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und es gibt verschiedene Anzeichen, dass ihr vielleicht gerade im Babyblues steckt oder vielleicht kurz davor seid. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Punkt Nummer 1. Man kann die ganze Zeit heulen, obwohl man überhaupt gar keinen Grund hat. So war es bei mir auch. Ich war einfach der glücklichste Mensch der Welt. Ich war so happy über meine Kinder. Hab gegrinst und dann im gleichen Moment so angefangen zu heulen wie ein Schlosshund, dass mein Mann mich nur anguckt und sagt, sag mal, Laura, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, aber irgendwie auch nicht. Ja, warum weinst du denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Dann habe ich die ganze Zeit geheult. Und dann war es irgendwann wieder gut und dann fragte er mich wieder irgendwas, es war eine Kleinigkeit und dann fing ich sofort wieder an zu heulen. Also man merkt das schon, eine kleine emotionale Schieflage, die verschwindet aber wieder, keine Angst und ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Punkt Nummer 2, Appetitlosigkeit. Ich hatte einfach gar keinen Hunger nach der Geburt und das war meist auch in den Zeitraum, wo der Babyblues war. Ich war einerseits total glücklich, andererseits total verwirrt, überfordert, traurig, habe mir Sorgen, Ängste, alles Mögliche hatte ich und war wirklich ziemlich überfordert mit dieser Situation und auch wahnsinnig unsicher, viel unsicherer als normalerweise. Und dann war es wirklich so, dass ich überhaupt gar keinen Hunger hatte. Immer wenn mir jemand was zu essen hingestellt hat, dachte ich so, oh nee, Hunger gar nicht. Also du konntest mir auch die Lieblingsschokolade oder ihr wisst ja, ich liebe saures Fruchtgummi, konntest mich mit jagen. Ich wollte einfach gar nichts essen. Auch das ist übrigens ganz typisch für den Babyblues. Das dritte sind Schlafstörungen. Kennt ihr das auch, wenn man wirklich nach der Geburt einfach todmüde ist, aber man kann einfach nicht schlafen? Erstens macht man sich ja die ganze Zeit Gedanken, Sorgen, Ängste. Man überlegt sich, wie wird das jetzt wohl mit dem Baby? Wie ist die neue Familienkonstellation? Schaffe ich das alles? Werde ich eine gute Mama sein? Wie wird das für uns als Paar? Wie wird sich die Beziehung verändern? Diese 1000 Gedanken, die einem durch den Kopf gehen und einen natürlich wach halten nachts. Und dann war es auch so, dass ich ununterbrochen dieses kleine Wesen anstarren musste, weil ich es einfach so mega süß fand. Und ich konnte einfach kein Auge zu machen. Ich hatte zwar schon so Streichhölzer zwischen den Augen, aber ich konnte nicht schlafen. Auch das ist übrigens ganz typisch für den Babyblues. Was stöhnst du denn? Hattest du auch einen Babyblues? Das würde mich mal interessieren, wie das bei Hunden ist. Ob die dann auch nicht mehr Gassi gehen wollen? Ich weiß ja nicht, Grace. Und der nächste Punkt ist extreme Emotionalität. Ich habe ja schon gesagt, man kann wegen allem und jedem plötzlich anfangen zu weinen wie ein Schlosshund. Aber wirklich auch diese extreme Emotionalität, dass einen Dinge ganz anders treffen und ganz anders berühren. Wirklich, man sagt so ein alltägliches Wort oder irgendwie etwas, ja, was man in der Zeitung liest oder man sieht was im Fernsehen und man könnte sofort anfangen zu weinen und ist einfach ganz anders emotional gepolt als normalerweise. Auch das fällt häufig eher den Begleitpersonen auf, mit denen man dann zu tun hat. Die fragen sich dann echt so, was ist mit dir los? Ist alles in Ordnung, Schatz? Ja, es ist alles in Ordnung. Es ist ganz normal. Das ist der Babyblues. Welcome! Dann der nächste Punkt sind Stimmungsschwankungen oder auch Reizbarkeit. Also das war auch ganz extrem. Wirklich himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Aber dann auch so ein bisschen dieses ein Wort nimmt das andere und man ist leichter auf 180, leichter auf der Palme. Das hatte ich auch, wenn mein Mann irgendwas gesagt hat, oh Laura, mach das doch mal so oder lass uns das doch mal so machen. Und wenn ich mir das aber anders vorgestellt hatte, dann war ich sofort auf 180. Auch das kenne ich normalerweise nicht so von mir, ist aber auch nicht ungewöhnlich in dieser besonderen Situation. Und das nächste, und da sehe ich mich vollkommen, Entscheidungsschwierigkeiten. Also so banale Dinge. Irgendwie, ja, ich hatte wunde Brustwarzen. Wollen Sie lieber die Brustwarzensalbe oder soll ich Ihnen mal so Kompressen bringen? Weiß ich jetzt auch nicht. Was denkst du denn, Schatz, was ist besser für mich? Ja, Laura, keine Ahnung. Es sind ja deine Brustwarzen. Und du bist ja auch vom Fach. Vielleicht hast du ja so eine Idee, eher was Kühlendes oder was Pflegendes. Oh, ich weiß es auch nicht. Sie überfordert mich total. Also wirklich auch wegen so Kleinigkeiten, wo man einfach sich nicht entscheiden kann und ständig am Hin und Her tendieren ist. Lieber das oder vielleicht doch lieber das. Und am Ende entscheidet man sich gar nicht und fragt den anderen. Und der entscheidet dann für einen.
das hatten wir ganz oft während des Babyblues und das war immer total kennzeichnend. Da wusste mein Mann immer sofort, okay, wir sind wieder im Babyblues. Das verschwindet übrigens in der Regel wieder nach dem Babyblues, also dann seid ihr wieder so entscheidungsfreudig wie davor. Dann der nächste Punkt. Konzentrationsprobleme. Man erzählt irgendwas, zum Beispiel von der Geburt und wie das alles war oder wie oft man jetzt angelegt hat und im nächsten Moment fehlt einem das Wort oder der ganze Satz und dann fragt der andere, ja jetzt erzähl doch mal weiter, wie war das denn dann? Ja, warte mal, worüber haben wir eigentlich gerade gesprochen? Das geht dann übrigens nach dem Babyblues noch weiter mit der Stilldemenz. Ich habe immer noch Stilldemenz, habe ich das Gefühl. Also auch das Konzentrationsprobleme, überhaupt nicht ungewöhnlich im Babyblues. Ihr konzentriert euch auf das Baby, auf euer Baby, auf das Wichtigste. Das hat oberste Priorität und alles andere tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Und dann können auch mal so Konzentrationsprobleme auftreten. Jetzt ist mein Handy ausgegangen. Scheiße. Okay, dann meditiere ich kurz. So, jetzt lädt's hier wieder. Super. So, setz dich jetzt hier. Ja. Ist ja gut jetzt, ne? Und der nächste Punkt. Sorgen und Ängste um die Zukunft und ums Baby. Das war auch so etwas, was mir durch den Kopf ging. Wie gesagt, werde ich eine gute Mutter sein? Bekommen wir das alles gut hin? Dann auch so auf den Partner, auf die Partnerin bezogen. Ist das der Richtige jetzt wirklich für mich? Ist das jetzt der Mann oder die Frau, mit der ich mein Leben verbringen möchte? Werden wir gute Eltern sein? Wie wird das alles finanziell? Also all diese Dinge, die man vielleicht zu Beginn der Schwangerschaft schon mal durchgedacht hat, kommen dann irgendwie plötzlich wieder. Und der andere gegenüber denkt sich so, oh Gott, was ist denn mit ihr jetzt los? Bleibt das jetzt so? Ist irgendwas mit ihr passiert unter der Geburt? Was ist los? Wir haben uns das doch gut überlegt. Das haben wir doch alles schon besprochen. Es war wirklich schon so, dass mich des Öfteren mal Partner oder Partnerinnen angesprochen haben und mich gefragt haben, so beiseite genommen haben, ey Laura, ist das normal? Bleibt das so? Oder ist irgendwas passiert mit ihr? Was machen die Hormone? Ist das jetzt immer so? Und dann habe ich gesagt, nein, keine Angst, das ist der Babyblues und das wird vorübergehen. Also macht euch keine Sorgen. Und jetzt würde mich interessieren, wie habt ihr euch gefühlt beim Babyblues? Schreibt es unbedingt in die Kommentare oder vielleicht seid ihr ja gerade mittendrin. Berichtet doch mal und berichtet auch mal, was euch geholfen hat, wann er aufgetreten ist und wie lange er angedauert hat. Denn auch das ist ja wirklich super unterschiedlich von Frau zu Frau. In der Regel verschwindet er wieder von alleine. Wenn es bei euch aber so sein sollte, dass ihr wirklich in diesem Stimmungstief bleibt, dass ihr todtraurig seid, dass es euch nicht gut geht, dass ihr antriebslos seid, dass ihr nicht aus dem Bett kommt, dass ihr wirklich euch auch selber nicht mehr wiedererkennt oder euer Umfeld euch nicht wiedererkennt, dann sprecht das auf jeden Fall offen an bei eurer Hebamme, bei eurem Frauenarzt, eurer Frauenärztin und holt euch da auch Hilfe, denn natürlich kann es auch immer zu einer Wochenbettdepression im Wochenbett kommen und auch nach dem Wochenbett. Von daher ist es da ganz wichtig, wirklich auch offen und ehrlich zu sein zu sich selber, aber auch zu seinem Umfeld und holt euch da dann auf jeden Fall Hilfe. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schaut auch unbedingt in dieses Video rein und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder, ihr Lieben. Bis dann. Bis dann. Dich auch, ne? So sieht's nämlich aus.